Hallo und willkommen zum Secrets of Sale Videotraining. So geht Neukundengewinnung. Mein Name ist Uwe, ich bin der Gründer der Uwe Bothe Akademie. Und wenn du als Coach, Trainer, Berater, Dienstleister neue Kunden gewinnen möchtest, dann weißt du, dass das nicht immer ganz einfach ist. Das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Erstmal gibt es ein Überangebot, zweitens ist die Kaufkraft gesunken durch die Inflation und drittens sind die Menschen einfach vorsichtiger geworden, was sie auch buchen, auf wen sie sich einlassen als Coach oder als Berater. Und das hat auch durchaus seine Gründe, denn der Markt, der bringt jeden Tag, habe ich das Gefühl, wie Pilze sprießen die aus dem Boden. Man kann gar nicht so schnell gucken. Irgendwie gefühlt ist jeder heute Coach oder Berater. Und da stellt sich manchmal die Frage, ist das tatsächlich alles richtig, wie das abläuft? Oder sind da vielleicht einfach auch viele Menschen dabei, die das schnelle Geld wittern, die denken, okay, ich habe selber was erlebt, ich kann meine Expertise teilen. Also da muss man schon sehr, sehr gut unterscheiden und man muss sich auch von der Masse abheben und auch unter Beweis stellen, dass das, was man da seinen Kunden verspricht, auch wirklich gehalten wird. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute meine Expertise, 35 Jahre schon im Verkauf, mit dir einmal teilen darf. Und wir werden uns heute drei Hauptthemen einmal anschauen. Das erste Secret, das ich dir verraten möchte, ist, warum du perfekte digitale Vertriebsmitarbeiter benötigst. Das zweite ist, wie du mehr Anfragen bekommst, ohne dass du irgendwie fremde Firmen oder fremde Menschen anrufen musst, kannst du zusätzlich machen, wenn du es möchtest. Wir haben verschiedene Strategien, die dann auch funktionieren, aber dann ist die Ablehnung wenigstens nicht so groß. Und als drittes Secret, wie du 70-90% deiner Beratungsgespräche erfolgreich abschließt. Lass uns auch ganz kurz einmal darüber sprechen, ob du hier in diesem Videotraining richtig bist. Also für wen ist dieses Videotraining eigentlich gedacht? Es ist für Coaches, Berater und Dienstleister, die bereits ein Produkt haben, aber wenn dein Vertriebsprozess noch nicht gut funktioniert, wenn deine Neukundengewinnung noch nicht richtig rund läuft, dann bist du hier richtig. Wenn du keine Lust auf Social Media Hustle hast und planbar Umsätze generieren möchtest, auch dann bist du hier richtig. Und wenn du dich von der Masse abheben möchtest, um aus der Vergleichbarkeit zu kommen, auch dann herzlich willkommen in diesem Coaching. So, wer bin ich denn eigentlich, wenn ich hier schon sage, dass man da prüfen sollte, auf wen man sich einlässt? Wer bin ich eigentlich, dass ich dir hier so wertvolle Tipps heute mit an die Hand geben kann, möchte, will, darf, wie auch immer du das formulieren möchtest? Deswegen lass mich ganz kurz ein paar Worte zu meiner Person sagen und dann weißt du zumindest, mit wem du es hier zu tun hast. Also, ich habe es gerade schon angesprochen, ich bin seit über 36 Jahren mittlerweile im Vertrieb, 28 Jahre davon bin ich selbstständig, seit 2007 als selbstständiger Trainer und Berater tätig und habe in der Zeit, ich habe es neulich mal hochgerechnet, etwa 50.000 Menschen persönlich gecoacht. Ich habe über 2500 Seminartage bereits gehabt, bin 2012 nach Ibiza erst ausgewandert mit meiner Freundin und lebe heute in Alicante, also auch in Spanien. Und wir betreiben von hier aus unser Coaching-Business. Und ich hatte bis Ende 2019 etwa 180 gebuchte Trainertage pro Jahr. Ich sagte ganz bewusst hatte, denn ich habe das damals dringend ändern müssen. Das ist zwar schön, wenn man sehr stark gefragt ist, wenn man viel gebucht ist, aber es gibt natürlich auch eine Kehrseite der Medaille und das war bei mir als Beispiel, dass ich ständig unterwegs war. Ich war kaum zu Hause, ich konnte Spanien gar nicht genießen. Ich weiß, das ist Jammern auf hohem Niveau, wenn man die Auftragsbücher voll hat, aber ich habe damals wirklich einen ungesunden Lifestyle gehabt, habe viel Stress gehabt. Ich musste mich sehr oft verstellen, wenn ich bei Unternehmen war, die beispielsweise ja, so ein bisschen spießiger, will ich es jetzt mal formulieren, aufgestellt waren. Da musste ich natürlich im Hemd kommen. Meine Tattoos durfte man da eher nicht sehen. Ja, ich hätte den einen oder anderen Auftrag mit Sicherheit nicht bekommen, wenn ich da im T-Shirt aufgelaufen bin. Deswegen Hemd, das kann man sich kaufen. T-Shirt muss man sich erarbeiten. Und meine Arbeit war damals sehr stark abhängig von äußeren Faktoren. Also wenn ich krank war, konnte ich nicht arbeiten. Das geht dir vielleicht ähnlich. Wenn Krisen sind, haben wir ja jetzt ein paar gehabt oder haben sie noch. Wenn Flugausfälle sind, wenn zum Beispiel mal wieder so eine Streikwelle über Deutschland hereinbricht und das Land lahmgelegt wird, ja, dann konnte ich nicht arbeiten gehen. Und mein Business, das war nicht skalierbar, weil ich halt persönlich dahin gefahren bin. Und das, wie gesagt, an 180 Tagen pro Jahr. Und das
nagt dann schon an einem, wenn man ständig unterwegs ist, vom ökologischen Fußabdruck gar nicht zu sprechen. Deswegen habe ich mir Ende 2019 gesagt, ich muss was ändern, denn ansonsten wäre bei mir Game Over gewesen. Ich brauchte also dringend einen Game Changer. Und was ich mir damals wünschte, das war wieder mehr Menschen zu coachen, ja, die meine Tipps dann auch dankbar umsetzen. Und was meine ich damit? Wenn du in einen großen Konzern gehst, dann ist es oftmals so, dass dort 100 Leute kommen ins Seminar beispielsweise, 50, weil sie das gut finden und die anderen 50, weil der Chef gesagt hat, geh da mal hin. Und wenn du dann dort ein Training gibst, dann setzt ein Teil deine Arbeit fort, ja, dass du dann gibst ein paar Tipps, dann setzen die Leute das um, aber halt auch nicht alle leider. Und wenn dann da die Führungskräfte nicht massiv hinterher sind, wenn die Multiplikatoren nicht hinterher sind, dann verpufft das Ganze. Das ist so wie beim Tennis, ja, du machst einen Aufschlag und dann läufst du vom Platz runter. Das macht überhaupt keinen Sinn, das hat mich nicht erfüllt. Ich wollte mehr hinterlassen und deswegen arbeite ich viel lieber mit kleineren Unternehmen zusammen, mit Selbstständigen, weil da die Umsetzung viel besser ist und die Erfolge innerhalb von wenigen Tagen teilweise da sind. Das macht ganz anders Spaß. Und Arbeit sollte endlich wieder mehr Sinn ergeben. Ja, ich wollte wieder die Wertschätzung bekommen, die ich verdient habe, auch die Vergütung, die ich verdient habe. Ich wollte deutlich weniger Stress haben und ich wollte auch wieder mehr meine Traumkunden haben, wenn du so willst. Also ich wollte Kunden haben, die mich so akzeptieren, wie ich bin, mit meinen Tattoos, die keine Vorurteile haben, wo ich mich nicht verstellen muss. Das war damals so mein größter Wunsch, den ich hatte. Und ich wollte einfach wieder Freiheit haben. Ich wollte flexibel sein. Ja, und dann habe ich Ende 2019 eine der besten Entscheidungen meines Lebens getroffen, nämlich die Digitalisierung meines Coachings. Also ich habe Ende 2019 mein Präsenztraining erst standardisiert, dann habe ich es digitalisiert und später dann auch automatisiert. Und als ich damit begonnen habe, Ende 2019, September war das so ungefähr, ein paar Monate später hatte ich die ersten Online-Kurse, da bin ich auf meine 17 Bestandskunden damals zugegangen, waren alles große Firmen. Und alle meine 17 Bestandskunden, dreimal darfst du raten, was da passiert ist, die haben alle abgelehnt. Keiner wollte Online-Training. Einige haben gesagt, wir haben doch gar keine Videokamera hier, wir können doch gar keine Videos abspielen. Wie ist das überhaupt mit dem Datenschutz und. Also eine Story nach der anderen, die ich mir da anhören musste. Und kurze Zeit später kam Corona, dann mussten alle, ja, und auf einmal ging das dann auch, es war ein zusätzlicher Hebel, aber darauf konnte ich mich ja nicht verlassen und ich wusste ja auch nicht, was da auf uns zurollt, deswegen habe ich mir damals neue Freunde gesucht. Ich habe mir neue Kunden gesucht, ich habe mir eine neue Zielgruppe gesucht. Wem kann ich mit meinem Coaching am besten helfen? Und das sind nun mal Coaches, Berater und Dienstleister, KMU als Beispiel. Und 2022 haben wir vollständig automatisiert. Wir haben mittlerweile nicht mehr 17 Kunden, sondern 2500 Kunden. Dafür bin ich mega, mega dankbar. Alles in 2,5 Jahren. Was aber noch viel wichtiger ist, was mir am meisten dabei gefällt, ist, dass ich 2022 nicht mehr 180 Tage unterwegs war, sondern nur noch 20 Tage in Präsenz unterwegs sein musste. Denn ich mag ja auch Präsenztrainings ganz gerne. Abstellen möchte ich sie nicht. Und wir haben über 300% Wachstum gehabt. Ja. Neukundengewinnung ist automatisiert. Ich kann mir, wie ich es gerade schon angesprochen habe, meine Kunden heute aussuchen. Ich kann viel, viel besser helfen und ich bin endlich richtig frei. Also alles das, was ich mir schon immer gewünscht habe, meine Wahlheimat Spanien auch zu genießen. Nochmal, jammern auf hohem Niveau, wenn die Auftragsbücher voll sind. Das ist alles gut und schön. Aber wenn du daran dann gesundheitlich zu knabbern hast und jeden Monat dann auch ja, dein Geld hinterher rennst, oftmals, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht das Geld bekommst, was dir eigentlich zusteht, wenn du jedes Mal kämpfen musst, wenn du die Sorge dauernd hast, dass vielleicht ein anderer Auftrag dann eher angenommen wird, weil du vielleicht ein paar Euro mehr haben möchtest. Das waren lauter so Dinge, ich wollte aus dieser Vergleichbarkeit raus. Das haben wir geschafft und wir sind mittlerweile auf einer Mission unterwegs. Meine große Vision und auch unsere Mission ist es, das einfachste und zugleich effektivste Verkaufstraining in der Dachregion für Coaches, Berater und Dienstleister anzubieten. So, jetzt weißt du zumindest schon mal, mit wem du das zu tun hast, zumindest mal so ein bisschen, aber es soll ja heute nicht um mich, sondern um dich gehen. Ich werde nur meine eigenen Erlebnisse, meine Erfahrungen einmal mit dir teilen, einmal zur Inspiration und einmal zur Motivation, was alles in ganz, ganz kurzer Zeit alles möglich ist. Also, du hast bereits ein tolles Produkt oder eine Dienstleistung, mit der du anderen Menschen helfen kannst.
du oder auch deine Mitarbeiter, wenn du schon welche hast, führen Beratungsgespräche mit potenziellen Interessenten und du möchtest dir mit deinem Business dein eigenes Traumleben ermöglichen und Freiheit ist extrem wichtig für dich. Allerdings, vielleicht hast du auch eine Challenge. Du verbringst viel Zeit auf Social Media, investierst vielleicht schon Geld in Werbeanzeigen, investierst viel Zeit und auch Energie in deine Webseite, damit das alles schön aussieht. Vielleicht verkaufst du dein Angebot aber auch noch zu günstig, gewinnst nicht genug oder noch nicht genug hochpreisige Traumkunden, verbringst viel Zeit im Business für zu wenig Geld. Und was auch passieren kann, was wir sehr häufig erleben, ist, dass unsere Teilnehmer, bevor sie zu uns kommen, sehr viel Ablehnung in Beratungsgesprächen erhalten. Das heißt, sie tun alles dafür, dass oben in den Funnel möglichst viele Menschen aufmerksam werden und dass am Ende des Funnels möglichst viele Beratungsgespräche rauskommen. Aber wenn sie dann diese Beratungsgespräche führen, können viele davon eben nicht in Umsatz gewandelt werden. Das heißt also, kommen zwar ab und an Beratungsgespräche rein, aber diese sind noch nicht zielführend. Und dazu habe ich dir einmal was vorbereitet. Und zwar, wenn du Marketing betreibst, das heißt, du erhöhst deine Sichtbarkeit, du möchtest mehr Menschen auf dich und dein Angebot aufmerksam machen. Das kannst du entweder machen durch, indem du bei Social Media viel postest. Also ich habe das früher gemacht, jeden Tag irgendwie eine Stunde oder so mit Beiträgen erstellen und so weiter und so fort. Du könntest über Social Media genauso gut Menschen anschreiben. Das kennst du wahrscheinlich auch. Du bekommst wahrscheinlich auch des Öfteren mal irgendwie eine Nachricht von jemandem, den du nicht kennst, der dann Akquise macht. Das meine ich damit. Oder du könntest auch tatsächlich, wenn du mutig bist, Kaltakquise-Telefonate führen, wenn du im B2B-Bereich tätig bist. B2C-Bereich ist es ein bisschen schwieriger, macht nicht in jeder Branche Sinn und ist auch nicht erlaubt, also in vielen Bereichen, aber B2B könntest du problemlos machen, Firmen kannst du ja anrufen, allerdings brauchst du da ein dickes Fell und auch eine sehr gute Strategie, ansonsten macht das Ganze wirklich wenig Spaß. Und wenn du schon einen Schritt weiter bist, dann investierst du vielleicht auch schon Geld in Werbeanzeigen und auch da ist es so, wenn du das nicht richtig gut kannst. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Wir haben am Anfang Tausende von Euro investiert und da ist nichts, zero, nada, nothing bei rumgekommen. Ich habe mir extra ein Coaching gebucht, in dem mir jemand erklärt hat, wie man Werbeanzeigen schaltet. Und auch das hat nichts gebracht. Also da musst du schon wirklich, wirklich gut sein, es muss dir gut erklärt sein, musst am besten einen Coach haben, der dir das auch zeigt, wie das dann funktioniert. Wir haben jetzt glücklicherweise jemand, der das für uns macht und seit er das macht, funktioniert das Ganze auch. Deswegen manchmal ist es auch gut, das Thema dann einfach abzugeben, denn es hat mich damals dann daran gehindert, mein Kerngeschäft eigentlich zu machen. Aber am Ende des Tages sollen dann da natürlich bei all den Maßnahmen, die du machst, Beratungsgespräche rauskommen und der Haken an der ganzen Sache ist, dass alles, was du bis dahin machst, Marketing, Sichtbarkeit, egal ob organisch oder bezahlt, kostet dich Zeit und Geld. Und dein Beratungsgespräch ist nachher das einzige, der einzige Ort, wo du Geld verdienst. Nochmal, alles andere vorher, das hat Geld gekostet. Dein Beratungsgespräch, da ist das Geld versteckt. Wenn du da nicht überzeugst, wenn dein Marketing gut funktioniert hat, du kriegst Beratungsgespräche, kannst aber nicht verkaufen, dann bringt dir dein ganzes Marketing nichts, weil du nur Kosten verursacht hast. Und deswegen ist für viele das Beratungsgespräch, das sie nicht gut führen können, der teuerste Moment an dem Ganzen. Also die teuerste Party, die da stattfindet, ist dann nachher das Beratungsgespräch, weil wenn du da nicht gut überzeugst, dann tut das weh. Und was also passieren muss, ist, dass du genau diesen Funnel in eine Money-Making-Machine verwandelst. Also, dass dein Marketing, deine Sichtbarkeit, dein organisches Wachstum, deine Social-Media-Beiträge, deine Kaltakquise, alles, was du tust, deine Werbeanzeigen und so weiter, dass das dann darin endet in deinem Beratungsgespräch und du dann deine Beratungsgespräche zu 70-90% als Beispiel jetzt bei uns und unseren Kunden auch abschließt. Und dann sagen viele Leute zu mir, Mensch Uwe, wenn ich das so sage, 70-90%, das ist ja ganz schön viel. Nein, ist es nicht. Wenn du die richtigen Leute anziehst durch dein Marketing, wenn oben die richtigen Leute reinkommen in deinen Funnel, durch deine bezahlte Werbung, durch deine organische Werbung, die du machst, wenn du die richtigen Menschen anziehst und die richtigen Argumente im Verkaufsgespräch auch hast in deiner Beratung, dann kaufen bei dir 70-90%. Und wenn es 100% sind, weißt du, was du dann machst? Dann
erhöhst du deine Preise. So machen wir das auch immer. Also, dieser Funnel, der muss so funktionieren, dass er dich nichts kostet, sondern dass er dir Geld bringt. Und da sind wir beim nächsten Thema. Ich habe mein Coaching-Business überwiegend aufgebaut mit genau 2 Mitarbeitern. Meine Freundin und ich. Wir haben das am Anfang komplett alles selbst gemacht. Erst im Laufe der Zeit haben wir uns Leute hinzugenommen, die bestimmte Teilbereiche für uns bearbeiten. Aber der überwiegende Teil unserer Mitarbeiter, das sind digitale Mitarbeiter. Und ich möchte dir ein ganz großes Geheimnis verraten, und zwar, warum du perfekte digitale Vertriebsmitarbeiter benötigst. Ich werde immer wieder mal gefragt, Uwe, warum brauche ich denn eigentlich eine Webseite, eine Landingpage, was auch immer? Und meine Antwort, die ist da relativ eindeutig, weil es dein bester digitaler Vertriebsmitarbeiter ist, den du kriegen kannst. Diese Webseite ist der Anlaufpunkt für alles, was du tust. Wenn du Werbung schaltest, wenn du Leute bei Social Media anschreibst, egal was du tust, um auf dich aufmerksam zu machen, wo werden denn die Leute hingehen? Das ist in den meisten Fällen eine Landingpage, eine Webseite. Und diese Webseite verkauft dann für dich, während du schläfst. Ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Weitere Kanäle sind zum Beispiel YouTube-Kanal bei uns. Bei uns sind es nicht die Social-Media-Kanäle, die haben wir so ein bisschen vernachlässigt. Da werden wir uns jetzt erst drum kümmern. Aber die meisten Kundenanfragen kommen bei uns über andere Kanäle. Sie kommen über YouTube, sie kommen über meine Podcasts, sie kommen über Online-Kurse, die ich anbiete. Dort kaufen Kunden unsere Produkte, ohne dass ich die Kunden kenne. Also sie kaufen von alleine und ich habe noch nicht ein Gespräch mit denen geführt und unsere Webseite, unsere Landingpage macht dann Umsatz. Du hast dieses Webinar hier besucht, weil du uns gefunden hast, entweder über eine Werbeanzeige oder über einen Social-Media-Beitrag, über ein YouTube-Video, über einen Online-Kurs, was auch immer. Du bist auf uns aufmerksam geworden, aber wahrscheinlich haben wir beide noch nicht gesprochen miteinander. Das wird sich hoffentlich bald ändern, dass wir uns mal persönlich kennenlernen, aber meine digitalen Vertriebsmitarbeiter, sag ich mal so, die haben schon mal den Verkauf im Vorfeld getätigt, sodass du heute hier bist. Also unterschätze das nicht und du kannst diese digitalen Vertriebsmitarbeiter halt extrem gut einsetzen. Und ich möchte auch ein paar Beispiele nennen, warum. Ja, die arbeiten 24 Stunden rund um die Uhr für dich, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Die kennen keine Feiertage, nichts, wollen kein Gehalt, die kosten kaum was, bisschen Gebühr für die Landingpages und so weiter. Die nehmen nie Urlaub. Sie sind nicht krank, sie sind resistent gegen Krisen, also Corona oder sonst irgendwas, meine Website läuft trotzdem weiter, sind in keiner Gewerkschaft, die streiken nicht und die sind skalierbar und lassen sich auch gerne coachen. Das heißt, alles, was du tun musst, ist, dass du deiner Webseite sagst, welche Texte da stehen, welche Bilder da sind, wie sie aufgebaut ist und wie sie deine Kunden, deine Interessenten am besten von dir und deinem Angebot überzeugst, während du vielleicht im Urlaub bist, während du schläfst, was auch immer. Aber sie funktionieren nur dann, wenn sich deine Zielgruppe auch angesprochen fühlt. Ja, wenn sie deine Webseite besucht und sich in deinen Inhalten wiederfindet. Ja, wenn das Angebot klar formuliert ist. Wenn du die notwendigen Marketing- und Verkaufsformeln kennst, wenn du das alles anwendest. Deine Texte und Bilder, habe ich gerade schon gesagt, die müssen überzeugend sein. Dein Auftritt muss vertrauensvoll sein. Du musst beweisen können, dass das, was du da versprichst, auch hältst. Es macht keinen Sinn, wenn du Versprechen gibst, die du nachher nicht halten kannst. Wir versprechen unseren Kunden in 4 bis 6 Wochen Resultate. Ich kann mir gar nicht erlauben, dass ich das nicht einhalte. Warum? Weil sonst meine Bewertungen in den Keller gehen würden. Da würden die sagen, der verspricht in 4 bis 6 Wochen ja irgendwie, dass da was passiert, dass ich da positive Ergebnisse habe. Bei mir passiert nichts. Und das ist etwas, was du natürlich beweisen musst, entweder durch deine eigene Geschichte oder durch deine Kunden, die genau durch dein Coaching, durch deine Hilfe, durch dein Angebot auch ihr Ziel erreichen. Denn es bringt nichts, wenn du dich auf jemanden einlässt, der zwar selber schon erfolgreich ist, da aber gar keine Fähigkeit hat, anderen das auch beizubringen. Dann bringt ein Coach nichts. Also der muss auch mindestens die Fähigkeit haben, dich auch an dein Ziel bringen zu können. Und das musst du beweisen können. Dafür sind Proofs da. Und was ganz, ganz wichtig ist, hatten wir am Anfang auch ein paar Mal, dass du dir mega viel Mühe gibst, ja, programmierst alles und so weiter und so fort und dann funktionieren irgendwelche Dinge nicht. Ein Link funktioniert nicht, ein Double Opt-in funktioniert nicht, eine Lead-Eintragung funktioniert nicht, was auch immer. Dann investierst du viel Zeit in den Marketing-Funnel und das wird dann gekillt durch irgendetwas Technisches. Das darf möglichst nicht passieren. Deswegen testen, testen und nochmal testen. Das kann ich dir nur ans Herz legen. Du brauchst also eine perfekte Strategie, also wie du mehr Anfragen bekommst, ohne dass du Cold Calls
durchführen musst. Denn das ist etwas, was die meisten nicht gerne mögen. Deswegen haben wir Strategien entwickelt, wo man das nicht machen muss. Man kann es machen, wenn man es möchte, wenn es einem liegt, als unterstützende Maßnahme. Aber aus meiner Sicht macht es überhaupt keinen Sinn, im B2B-Bereich irgendwelche Firmen anzurufen und dann da zum Entscheider durchzugelangen, ohne dass da vorher etwas stattgefunden hat oder dass man eine andere Strategie hat. Weil ansonsten bist du einer von ganz vielen und wirst meistens auch aussortiert. Und ich zeige dir einmal ein paar Funnels, wie man Kunden gewinnen kann. So, das ist einmal den No-Brainer-Funnel, nenne ich den immer, wie es bei günstigen Produkten gemacht wird häufig. Also man macht auf sein Angebot aufmerksam über eine Werbeanzeige, über einen Social-Media-Beitrag, was auch immer, führt dann den Interessenten auf eine Landingpage. Da findet ein automatisierter Verkauf statt. Das machen wir auch im Bereich Online-Kurse als Beispiel bei günstigen Produkten. Da funktioniert das ganz gut. In dem Fall, wenn ein Produkt, ich sage mal so 100, 200, 300 Euro kostet, dann machen sich die Leute schon eher mal Gedanken. Kann man trotzdem noch machen, wenn das gut gemacht ist, funktioniert auch das. Aber das ist eher so für Produkte gedacht, so bis 50 Euro, wo man wirklich sich kaum einen Kopf macht, wo man sagt, komm, das nehme ich einfach mal mit. Selbst wenn es nichts ist, dann schreibe ich die Kohle halt eben ab. Das sind No-Brainer. Der zweite Funnel, den ich dir vorstellen möchte, das ist der, den heute fast jeder so umsetzt. Also man macht wieder Werbung irgendwie bei Social Media oder auch durch normale Beiträge, eben durch organische Beiträge, bringt dann den Interessenten auf eine Landingpage, bietet dann ein Gespräch an, Beratungsgespräch, und hofft dann, dass dieses Beratungsgespräch auch erfolgreich wird. Das ist so der klassische Funnel, den jeder macht. Und der hat auch funktioniert bis vor einiger Zeit, ein, zwei Jahre her. Da funktionierte das. Heutzutage ist es so, fast jede Seite, wo du drauf gehst, wird dir mehrfach ein Beratungsgespräch angeboten, kostenloses Erstgespräch, Gratisberatung und so weiter und so fort, Strategie-Call und wie das Ding alles heißt. Das Problem ist dabei, dass die Leute es so satt haben. Niemand möchte einfach mehr, der geht auf eine Seite, möchte nur ein Beratungsgespräch buchen, da ist der Proof noch gar nicht da. Also kaum jemand wird beim ersten Besuch einer Webseite ein Beratungsgespräch buchen. Das machen zwar noch ab und an mal welche, aber eben nicht genug. Du musst da schon ein bisschen mehr bieten als nur das Beratungsgespräch. Wir haben auf unseren Seiten auch ab und zu mal den Bereich, wo man ein Beratungsgespräch anbietet, aber die meisten Kunden, die wollen erstmal wissen, okay, wer ist das denn überhaupt? Die wollen sich erstmal ein Webinar angucken, die wollen sich erstmal ein Videotraining anschauen, ein paar YouTube-Videos, ein bisschen auf Social Media folgen und gucken, was ist denn das für eine Person, bevor ich ein Beratungsgespräch mit ihm oder ihr buche. Und genau darum geht es. Also wenn du das auch so machst, dann lass dir was einfallen, wie du deinem Kunden erstmal einen Mehrwert bieten kannst, bevor du ihn in ein Beratungsgespräch bringst. Denn nochmal, du brauchst erst diesen Trust. Du musst erst dein Vertrauen aufbauen. Das erste Produkt, das du verkaufst in der ganzen Customer Journey Reise, das ist dein Vertrauen. Also dein Kunde muss wissen, wer bist du, was machst du, kann er dir vertrauen, und erst dann wird er ein solches Beratungsgespräch buchen. Deswegen sind wir einen anderen Weg gegangen. Ich habe es gerade schon gesagt, das ist der Webinar-Funnel. Der funktioniert deutlich besser. Das heißt, du machst entweder Werbung, bezahlt oder organisch, auf Social Media als Beispiel, bringst den Kunden dann auf eine Landingpage, bietest dann dort ein Webinar an oder sowas wie eine 7-Tages-Challenge als Beispiel. Die sind sogar noch besser als ein Webinar, weil der Kunde dann über mehrere Tage bespaßt wird von dir, mehrere Tage eine Aufgabe hat und dann auch schnell Ergebnisse sieht. Also wir machen das auch ganz gerne in verschiedenen Bereichen, dass wir sagen, komm, 7-Tages-Challenge. Und wenn du das dann auch umsetzt, jeden Tag eine Viertelstunde investierst, dann hast du am Ende der Woche das und das Ergebnis. Und dann am Ende dieser Challenge bietest du ein Beratungsgespräch an. Und das funktioniert schon sehr, sehr viel besser, als wenn du nur direkt ein Beratungsgespräch anbietest. Also schau mal gerne auf deine Seite, ob das vielleicht schon so der Weg ist, den du gehst, oder ob du da was optimieren kannst. Und sei dir ganz, ganz gewiss, Kunden kaufen meistens nicht beim ersten Mal. Was meine ich damit? Die werden auf dich aufmerksam, ja, durch Werbeanzeigen, durch Podcast, durch Flyer, YouTube, durch Empfehlungsmarketing, was auch immer. Das ist dein erster Kundenkontakt. Der zweite Kundenkontakt ist, sie besuchen deine Webseite. Ja, du kannst da eine Beratung anbieten und so weiter. Und wenn da nicht irgendetwas passiert, dann ist das das Ende der Customer Journey. Dein Kunde besucht zwar deine Seite,
macht aber dann nichts daraus, bucht sich keine Beratung. Das heißt, die Reise ist hier zu Ende. Wenn du allerdings einen dritten Kontakt dort haben möchtest, dann solltest du ein Lead-Magnet zum Beispiel einbauen oder ein Call to Action, der für einen Newsletter-Eintrag oder was auch immer dann sorgt, dass dein Kunde sich bei dir auf deiner Seite einträgt für nachfolgende Werbekampagnen. Denn wenn du da nichts machst, dann dein Kunde trägt sich ein. Du glaubst gar nicht, wie viele Kunden wir haben, bei denen das am Anfang so ist. Die haben dieses Formular, wo der Kunde sich eintragen kann zum Newsletter. Dann verschicken sie aber keine Newsletter oder die Newsletter sind nicht gut gemacht, haben Fehler drin, Darstellungsfehler, werden vom Spamfilter aussortiert, weil die bestimmte Fehler machen beim Versand oder sind inhaltlich nicht zielführend, sodass die Leute sich wieder austragen beim Newsletter. Ja, du kennst das ja selber auch und das darf nicht passieren. Deswegen von Anfang bis Ende muss die Kommunikation da perfekt sein, denn nochmal, Kunden kaufen meistens im Durchschnitt erst beim 7. Kontakt. Ja, und der Grund, warum die meisten an der Stelle scheitern, ist, sie geben viel zu früh auf oder verlassen sich darauf, es reicht ja aus, wenn der Kunde meine Webseite besucht. Nochmal, 7 Kundenkontakte im Schnitt. In manchen Produkten oder Angeboten sind es sogar 9, 10, 15, was auch immer. Bei uns kaufen Kunden manchmal erst nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, weil sie noch nicht so weit sind, weil sie denken, was soll ich denn da machen, das ist so viel, alles kriege ich ja gar nicht umgesetzt, habe ja noch so viel zu tun, andere Dinge. Also sie schieben das alles vor sich her und kommen nicht in eine Umsetzung und deswegen kann das manchmal dauern. Das heißt auch, wenn du heute eine Werbeanzeige schaltest und gibst diesen Monat meinetwegen 1.500 Euro an Budget aus, das musst du ja auch erstmal haben, das Budget, dann kann das durchaus sein, du gibst das heute aus, hast im ersten Monat so gut wie keine Ergebnisse. Und erst im zweiten oder dritten Monat, weil der Algorithmus ja natürlich ein bisschen braucht, bis er dann weiß, was deine Zielgruppe möchte, erst dann kommen die Kunden. Dann kann es sein, du hast eine Werbekampagne zu früh gestoppt und hast aufgegeben, den Kunden weiter zu bespielen, weiter auf dich aufmerksam zu machen. Und dann, ja, denkst du, dass deine Werbemaßnahme nicht funktioniert hat. Der Hauptgrund Nummer eins, nochmal, warum Menschen nicht erfolgreich sind, sie geben zu früh auf, egal in welchem Bereich. Das ist wirklich, wirklich so. Und was du tun kannst, ist, dass du deinen Prozess optimierst, ja, einmal komplett hinterfragst, okay, wie kann ich das besser machen, damit ich schneller Vertrauen beim Kunden gewinne. Und deswegen habe ich dir hier einmal unsere Customer Journey aufgezeigt. Und zwar haben wir die Strategie einmal optimiert, wie wir organisch und bezahlte Werbung schalten. Also wirklich diesen Punkt bis ins kleinste Detail optimiert. Also an jeder Stellschraube, wo wir was lernen können, haben wir gedreht und verbessern das stetig. Das ist nie zu Ende. Dieser Prozess ist nie zu Ende, das zu optimieren, das anzupassen. Du musst ständig drauf schauen, brauchst jemand, der das gut kann oder du kannst es selber sehr gut. Und nur wenn das gut funktioniert, wenn der Anfang schon gut funktioniert, dann kann das Ende auch sehr gut werden. Und der zweite Schritt ist dann, dass wir die Kunden auf eine natürlich optimierte Landingpage bringen. Das heißt, unser Ziel ist ja, wenn dann jemand durch unser Marketing auf uns aufmerksam geworden ist, dass er auf dieser Landingpage auch versteht, was wir genau tun, sich angesprochen fühlt und dann ein Webinar beispielsweise bucht oder aber vielleicht sogar auch schon ein Gespräch bucht. Und die Kommunikation auf der Seite, auf der Landingpage, die ist nur auf eines ausgelegt und zwar Vertrauen aufzubauen. Wir wollen da gar nichts verkaufen. Wir wollen dem Kunden an dem Punkt noch gar kein Angebot machen oder was verkaufen. Das Einzige, was wir verkaufen wollen, ist das Beratungsgespräch, ja. Die 7-Tages-Challenge, ja. Wir wollen das Webinar verkaufen, ja. Alles das sind Punkte, damit verdienen wir ja kein Geld im ersten Schritt. Und du im Übrigen ja auch nicht. Aber wir wollen dem Kunden einen Mehrwert liefern, damit er Vertrauen aufbaut zu uns, damit er sieht, okay, haben die überhaupt Ahnung von dem, was sie da vorschlagen, was sie mir da anbieten, wofür ich später Geld zahlen soll. Und an der Stelle sei gesagt, wenn du Trust aufbauen möchtest, dann gib dem Kunden auch so viel wie möglich gutes Material an die Hand. Und als vierten Punkt ist es dein Beratungsgespräch. Hier nochmal,
wird das meiste Geld kaputt gemacht. Denn viele konzentrieren sich darauf, die buttern massiv Geld in Werbung und denken dann, das reicht aus, wenn man Kunden auf sich aufmerksam macht. Und das funktioniert sogar in Teilen. Und wenn ich dann mit denen spreche, sage, wie hoch ist denn eure Wandlungsquote? Ja, 20-25%. Haben sich 1000 Leute angemeldet fürs Webinar und wir haben 200 Beratungsgespräche bekommen. Von den 200 Beratungsgesprächen haben wir ja 50 abgeschlossen. Dann stellen sich mir die Haare zu Berge, weil ich dann denke, okay, das Bottleneck sind tatsächlich die Beratungsgespräche. Klar ist das dann im ersten Moment viel Geld erstmal, hast du auch dein Investment drin, aber wenn du 50% wandeln könntest, wenn du 70% wandeln könntest oder wenn du sogar 90% wandeln könntest, dann macht das Ganze richtig Sinn und auch Spaß. Deswegen deine Beratungsgespräche, deine Verkaufsgespräche, die müssen gut funktionieren, damit am Ende auch der Verkaufsprozess optimiert ist und du mehr Abschlüsse machst. Jetzt kennst du so ein bisschen die Stellschrauben, die du drehen solltest, damit deine Strategie, deine Vertriebsstrategie auch gut funktioniert. In unserem Coaching ist es zum Beispiel so, dass wir immer bestimmte Bereiche nacheinander optimieren. Wir schauen immer, sind die digitalen Vertriebsmitarbeiter ordentlich aufgestellt, also funktioniert die Landingpage gut, kann diese Landingpage auch Conversions erzielen, kann die Umsatz machen. Das ist so der erste Schritt. Der erste Schritt ist immer, mach Menschen auf dich aufmerksam, führ sie auf eine Landingpage, sorge dort für gute Kommunikation und wenn das der Fall ist, dann vereinbaren sie ein Beratungsgespräch und als dritten Schritt dann ist dann dein Beratungsgespräch ja der Punkt, wo du Geld verdienst. Deswegen musst du an der Stelle wirklich gut überzeugen können, denn ansonsten bringt dir alles vorher nichts, das habe ich dir gerade schon ja gesagt. Und ich möchte dir gerne einmal ein paar Beispiele zeigen, Ergebnisse aus Kampagnen oder Landingpage-Conversions, die wir selber erzielt haben. Das ist zum Beispiel einmal hier mehrere Landingpages, wo wir Online-Kurse verkaufen. Und dann siehst du hier auf der rechten Seite die Conversion Rate. Also wie viele der Menschen, die diese Seite besuchen, kaufen nachher dann auch ein Produkt. Und das sind jetzt rechts oben, siehst du es, die letzten 12 Monate. Das ist also ein sehr valides Ergebnis, sehr echtes Ergebnis. Und da reicht das aus zwischen 6% und 16%. So, das bedeutet, dass im schlimmsten Fall 6% der Landingpage-Besucher sich ein Produkt kaufen. Und das erreichst du, wenn deine Kommunikation, deine Landingpage so gut aufgebaut ist, dass deine Kunden sich darin wiederfinden. Du kannst dann Video produzieren beispielsweise, das mache ich ja auch. Meistens, dass auf der Landingpage ein Video von mir zu sehen ist. Wenn du so ein Welcome-Video machst, dann performt deine Seite deutlich besser, als wenn du kein Video hast. Also man spricht immer so von 20%. Ob das ein echter Wert ist, kann ich dir nicht sagen. Aber was wir festgestellt haben, die Seiten mit einem guten Video, die performen deutlich besser. Aber auch da ist es so, wir überlassen nichts dem Zufall. Dieses Video, wenn wir was posten, dann testen wir das vorher, zum Beispiel über unseren YouTube-Kanal oder über eine Werbeanzeige. Wie hoch ist da die Playtime, die Zuschauerbindung? Also ist das Video auch verkaufsstark? Da gibt es so viele kleine Stellschräubchen, die man drehen kann. Und wenn man die richtigen dreht, dann führt das zu solchen Ergebnissen. Und ich möchte dir noch ein zweites Beispiel zeigen von einer E-Mail-Kampagne. Und auch eine E-Mail-Kampagne, die wir gerade gefahren haben, die wir in regelmäßigen Abständen, immer in kleinen Etappen fahren. Also wenn wir E-Mail-Kampagnen fahren, wo wir Neukunden anschreiben, also Kaltakquise quasi betreiben, da ist es so, da schreiben wir nicht gleich tausende Leute an, sondern immer kleine Chargen. Das sind dann so 70 bis 100 Adressen, die wir dann kontaktieren, weil wir erstmal testen wollen, kommt das alles richtig an und so weiter. Und dann erzielst du folgende Ergebnisse, nämlich zum Beispiel 70 Nachrichten geschickt, 56% der Leute von den 76 haben das geöffnet, das spricht 39 Menschen und 26%, also 18 von 70, haben den Link darin angeklickt. Und das ist schon ein richtig guter Wert, wenn wir mal bedenken, wie viele E-Mails die Menschen bekommen. Aber auch da ist es so, wir haben, siehst du hier ganz links, die Betreffzeile zum Beispiel, die sorgt ja für die Öffnungsrate. Neukundengewinnung 2023, das ändert sich. Also das ist natürlich ein guter Pattern in the Rub. Die Leute wollen wissen, okay, das muss ich wissen, wenn mich das Thema betrifft. Also öffnen Sie die E-Mail auch erstmal. Und wenn du dann einen guten Text in der E-Mail verfasst, wir haben da eine Formel, wie wir das machen, dann
klicken auch ein Großteil der Leute, also in dem Fall dann 26%, über ein Viertel der Menschen klicken auf den Link. Das ist noch nicht mal das echte Ergebnis, weil noch Nachzügler kommen, nach einer Woche, nach 10 Tagen, manche sind im Urlaub, klicken noch mehr Menschen. Also der Wert ist dann noch höher. Und diese Menschen, die kriegen dann die E-Mail, klicken auf den Link, gehen auf eine Landingpage, buchen sich ein Webinar, buchen sich ein Gespräch, was auch immer. Sie erfahren von uns. Und alles, was ich dir gerade gesagt habe, das hört sich nach mega viel Arbeit an. Ist es aber nicht, weil klar ist es viel Arbeit, wenn du es erst generieren musst. Aber wenn du jetzt jemanden buchst, zum Beispiel ein Coaching wie bei uns, dann kannst du das erreichen in 4 bis 6 Wochen. Das erreichen unsere Kunden. Die kriegen genau diese 1-zu-1-Strategie. Wir gehen die E-Mails durch, wir gehen die Landingpage durch, wir gehen die Telefonate durch und so weiter und so fort. Die Sales-Skripte, alles das machen wir, weil deine Kommunikation das Allerwichtigste ist im Kundenkontakt. Wenn du da nicht klar machst, wer du bist, was du kannst, dann kauft bei dir keiner. So, wir schreiben pro Monat ungefähr 1000 Kontakte an, also machen Kaltakquise. Zusätzlich kommen noch die bezahlte, also die organische Akquise dazu, also wo wir Werbeanzeigen schalten, wo wir ein bisschen was Social Media machen, wo wir YouTube machen, wo die Online-Kurse sind und so weiter und so fort. Und das macht dein Business planbar und auch skalierbar. Denn wenn du sagst, nee, mir reichen 1000 nicht, dann schreib einfach 2000 an. Wenn du genug Manpower hast und kannst das hinten raus handeln, dann geht das natürlich auch. Dann ist es eine tatsächlich Fleißaufgabe. Wenn du nur das machst, wenn du zum Beispiel kein Geld für Werbeanzeigen hast aktuell, dann fängst du erst mit sowas an. Fleiß schlägt Talent, aber du musst auch die richtigen Dinge tun. Und da ist es allemal günstiger, wenn du dir Unterstützung suchst. Ich suche mir regelmäßig Coaches für bestimmte Bereiche, die ich nicht kann. Warum? Weil der Weg einfach viel kürzer ist. Ist doch klar. Und meistens ist er auch günstiger. Ich möchte jetzt noch mal kurz 3 Menschen vorstellen, oder 4 Menschen sind es eigentlich, die genau das, was wir hier besprochen haben, umgesetzt haben, innerhalb von wenigen Wochen ihre Erfolge hatten. So, das sind Pascal und Nicola, sind Unternehmer im Bereich Trinkwassergefährdungsanalyse. In Deutschland sterben zum Beispiel mehr Menschen durch Legionellen als durch Autounfälle. Das wusste ich zum Beispiel alles gar nicht. Das hieß, in so einem Coaching lernt man auch gegenseitig was. Und die beiden, die hatten als Herausforderung, als sie zu uns kamen, wenn man die Webseite besucht hat, wurde dem Kunde nicht genau klar, was genau machen die beiden denn da eigentlich? Wir haben dann ein paar Stellschrauben verändert und das hat dazu geführt, dass sie nach ein paar Wochen die ersten Beratungsgespräche als Anfragen hatten. Also proaktiv sind Kunden auf die beiden zugekommen. Sie hatten vorher auch schon Werbung geschaltet, da kam auch schon immer wieder ein bisschen was rein. Aber es kamen dann mehr Beratungsgespräche jetzt zustande als vorher, weil die Webseite, die Landingpage einfach schon ihren Job gemacht hat. Die hat schon überzeugt, bevor die beiden mit jemand gesprochen haben. Also Kunden haben sich angesprochen gefühlt, haben dann ein Beratungsgespräch gebucht. Und mittlerweile ist es so, die beiden generieren regelmäßig neue Anfragen im hochpreisigen Segment und schließen auch die meisten davon ab. Macht richtig Spaß, mit den beiden zusammenzuarbeiten. Und wenn ich vorhin von Traumkunden gesprochen habe, dann sind das definitiv 2 davon. Und eine weitere Kundin ist Melanie. Sie ist Coach für Frauen im Hochleistungssport. Und Melanie habe ich in einem Coaching kennengelernt, das ich selber für mich gebucht hatte. Und da ging es um das Thema Werbeanzeigen. Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, das ist nicht meine Lieblingsbaustelle gewesen. Mittlerweile haben wir es abgegeben, ja. Und Melanie hat dann mitbekommen, dass ich Verkaufstrainer bin. Und wir haben ein Gespräch miteinander geführt. Ich habe dann mit ihr ihre Webseite analysiert. Wir haben ganz wenige Dinge nur verändert. Und das hat dazu geführt, dass ich schon nach wenigen Wochen Neukundenanfragen hatte, dass sie direkt ihr Angebot klarer formulieren konnte und wir dann auf das Beratungsgespräch gegangen sind, dass sie dort mehr Sicherheit bekommt in ihren Verkaufsgesprächen. Und das hat dann am Ende des Tages dazu geführt, dass sie mehr dieser Beratungsgespräche auch abschließt. Und ein weiteres Beispiel ist Janis. Janis habe ich damals kennengelernt. Er ist Business Consultant bei Bodo Schäfer. Bodo Schäfer kennst du vielleicht. Und ich habe 2021 war das, glaube ich, eine Anfrage bekommen von der Bodo Schäfer Akademie, ob ich das Team von Bodo, das Verkaufsteam, coachen kann. Und da habe ich Janis dann auch kennengelernt. Janis war schon auf einem sehr, sehr hohen Level, aber Janis hat in seinen Gesprächen einfach, ja, da war noch nicht so richtig der rote Faden letztendlich drin. Und das haben wir überarbeitet, haben das komplette Verkaufsgespräch nicht nur bei ihm, sondern auch bei all den anderen natürlich umgebaut. Und Janis hat in diesem Jahr seinen Umsatzrekord gebrochen, nicht nur er, auch viele andere dort, und hat 1 Million Euro Umsatz gemacht am Telefon mit Online-Kursen.
Und wenn du jetzt auch wissen möchtest, wie du 70-90% deiner Beratungsgespräche in echte Verkäufe verwandelst, dann lass uns darüber einmal kurz sprechen. Es gibt eine Formel für Erfolg. Und zwar ist das, dass du als erstes deine Zielgruppe wirklich sehr gut kennen musst. Du musst ihre Wünsche, ihre Bedürfnisse, ihre Schmerzen, ihre Herausforderungen, ihre Probleme, was es auch immer sein mag, die musst du sehr gut kennen. Und zwar möglichst viel besser, als sie das selbst kennen. Also musst deine Zielgruppe besser kennen, als sie sich selbst. Und als zweites solltest du deine Zielgruppe filtern. Das bedeutet, eine Abschlussquote von 70-90% erreichst du nur dann, wenn du mit den richtigen Menschen sprichst. Und das ist einfach die Wahrheit. Wenn du mit den verkehrten Leuten sprichst, wird deine Abschlussquote nicht so hoch sein, weil einfach viel zu viele Menschen in deinem Beratungsgespräch landen, die dich viel zu viel Zeit kosten. Und deswegen ist es wichtig, filtere deine Zielgruppe. Und das machst du, indem du zum Beispiel deine Webseite, deine Produktseite, deine Landingpage entsprechend auf deine Zielgruppe ausrichtest. Wenn du Podcasts oder Videos drehst, dann dreh nicht alles, was du kannst, sondern dreh genau das, was deine Zielgruppe sehen oder hören möchte. Wenn du im Bereich Kommunikation unterwegs bist und drehst Videos zum Thema Sport, dann kann das sein, das funktioniert nicht, weil du die falschen Menschen damit ansprichst. Wenn du zum Beispiel die Zielgruppe sportliche Frauen hast und machst Video, wie Männer ein Sixpack bekommen, dann sprichst du vielleicht die Falschen an. Also das muss alles, was du tust, deine gesamte Content-Produktion, Social-Media-Beiträge, alles, was du veröffentlichst, Blogbeiträge, Podcasts, Videos etc., das muss alles 100% Fokus auf deine Zielgruppe haben. Newsletter, Werbeanzeigen, Webinar und so weiter, Freebies, das muss 100% auf deine Zielgruppe fokussiert sein. Dann nämlich, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, filtert zum Beispiel deine Landingpage oder dein Podcast oder dein YouTube-Video die Menschen aus, die nicht zu dir passen. Wenn ich dir nicht sympathisch bin, als Beispiel hier jetzt in diesem Videotraining, dann suchst du dir vermutlich einen anderen Coach, den du lieber magst. Das ist doch völlig okay. Dann hat dieses Videotraining dich aber, so leid mir das tut, ausgefiltert. Dann wird es nur die durchlassen, die ja entsprechend, wo Sympathie zum einen da ist, die, wo Vertrauen da ist, die daran glauben, dass ich ihnen helfen kann, was ich ja auch kann, wenn es denn passt. Und deswegen prüfen wir in einem Erstgespräch, ob das überhaupt der Fall ist. Deswegen führen wir diese Gespräche. Und als drittes solltest du, und ich erlebe es immer und immer wieder, ein Skript haben. Wenn du kein Skript hast, egal für was, dann hast du sprichwörtlich keinen Plan. Du brauchst ein Skript für ein Erstgespräch, für den Sales Call, für den After Sales Call, für das Onboarding, für den Feedback Call und vor allem, du brauchst auch ein Skript, wie du deine Webseite aufbaust, wie du deine Social Media Beiträge aufbaust, wie du deine Newsletter schreibst, wie du Blogbeiträge schreibst, wie du Werbeanzeigen textest. Alles das folgt einer klaren Regel und alles das braucht auch ein Skript. Ohne Skript, nochmal, kein Plan. Und deswegen ist es wichtig, wenn du diese drei Dinge beachtest, kenne deine Zielgruppe besser als sie sich selbst, filter deine Zielgruppe mit deinen digitalen Mitarbeitern, lass nur die Menschen in ein Beratungsgespräch kommen, die wirklich zu dir passen und denen du helfen kannst. Die Menschen, wo du deinen Kundenversprechen, das du abgibst, auch einhalten kannst. Alles andere bringt dir schlechte Bewertungen und schlechte Laune, weil du dann die falschen Menschen im schlimmsten Fall im Coaching auch noch annimmst, weil du vielleicht Geld brauchst gerade. Und das ist wirklich nicht zielführend, kann ich dir nicht empfehlen. Und als drittes, mach dir einen Plan. Du brauchst ein Sales-Skript. Selbst ich habe ein Sales-Skript. Warum? Weil ich die Hälfte vergesse. Und wenn du das so machst, dann ist dein Ergebnis, nur deine Traumkunden buchen sich ein Beratungsgespräch bei dir und nur die Menschen, denen du wirklich helfen kannst, die kaufen dann auch bei dir. Und das führt dazu, dass du ganz, ganz viele glückliche Menschen hinterlässt, dass du sehr gute Bewertungen hast, dass du eine gute Reputation hast, dass du jeden Tag Spaß bei der Arbeit hast, weil du Menschen helfen kannst. Und das ist noch viel schöner als Geld verdienen. Dann ist Geld verdienen ein Nebeneffekt. So, und es gibt ja immer zwei Wege, wie du an dein Ziel kommst. Der erste Weg, den nenne ich den Leidensweg. Warum? Weil er steinig und schwer ist, weil du ihn alleine gehst, weil er oftmals sehr, sehr lange dauert. Er ist sehr, sehr teuer und auch, weil er die Gefahr beinhaltet, will ich es jetzt mal nennen, dass du aufgibst. Und zwar
ist es ja immer so, wir gehen am Anfang einer Reise, wenn wir irgendwas vorhaben, ganz steil berghoch. Wir haben mega viel Energie, wir haben Power, wir haben Kraft, wir haben Elan und vielleicht auch finanzielles Polster schon. Und dann wollen wir unser Ziel möglichst schnell erreichen. So, wenn jetzt aber die Erfolge nicht gleich kommen, dann geht das so ein bisschen wieder bergrunter. Und irgendwann mal, wenn das dann weiterhin ausbleibt, sitzt man an einem Punkt, den nenne ich das Tal der Zweifel. Da fragt man sich, ist das, was ich da gemacht habe, wirklich gut? Das ging mir damals genauso, als ich umgestellt habe auf Online. Wenn dann so die ersten Hürden kommen oder die Kunden noch ausbleiben, dann denkt man sich, oh, bin ich da überhaupt auf dem richtigen Weg? Und an diesem Punkt ist es, ich nenne das immer eine Prüfung, ob man bereit ist für das nächste Level. Wenn du da die falschen Menschen um dich herum hast, wenn du Leute um dich herum hast, die sagen, siehste, ich habe es dir doch gesagt, dass das nicht klappt. Siehste, ich habe doch gesagt, das machen schon alle. Ich habe doch gleich gesagt, das funktioniert nicht so. Wenn du solche Menschen um dich herum hast, dann ist die Gefahr sehr groß, dass du aufgibst. Was du brauchst, ist genau das Gegenteil. Jemand, der dir die Hand reicht, der dir sagt, hey, das ist jetzt nur eine Prüfung. Da wird nur gecheckt, ob du bereit bist, wie ins nächste Level zu kommen. Wie beim Videospiel, hast das bestimmt schon mal gehabt. Dann der Endgegner, der dann so kämpft. Oder ob du an der Stelle aufgibst, weil aufgeben ist an der Stelle immer oder scheint einfacher. Aber jedes Mal, wenn du aufgibst, jedes Mal, wenn du an einem Punkt nicht weitermachst, wo du vorher vielleicht richtig Feuer und Flamme warst, wenn du das ein paar Mal machst, das ist wie so ein Abrisszettel an der Ampel, wenn da hier Wohnung frei steht, dann nimmst du den Zettel weg, irgendwann ist dieser Zettel dann weg, da gibt es nichts mehr abzureißen. Und das ist mit deinem Selbstbewusstsein genauso. Wenn du zu oft aufgegeben hast, dann wirst du nicht mehr an dich glauben. Und genau das darf nicht passieren. Wenn du eine tolle Expertise hast, wenn du anderen Menschen helfen möchtest, dann lass dir heute selber helfen. Lass dir aufhelfen, lass dich motivieren, lass dich inspirieren und lass dir den Weg zeigen, wie man das macht. Ja, ich bin auch den Leidensweg gegangen. Ich bin allein gegangen. Aber ich habe mir für bestimmte Teilbereiche einen Coach dann hinzugezogen. Warum? Weil ich mein Ziel einfach dadurch einfacher erreicht habe. Ich habe es schneller erreicht und ich habe es vor allem, und das ist das Krasseste eigentlich an der ganzen Sache, viel, viel günstiger erreicht. Weil wenn du alles alleine machst, alles alleine lernen musst, machst du Fehler und du gibst am Ende des Tages mehr Geld aus, als wenn du dir professionelle Hilfe suchst. Und deswegen möchte ich dir deine unfaire Abkürzung zeigen, wie du alles das, was wir heute besprochen haben, in nur 4 bis 6 Wochen erreichst, wenn du bereit bist, ein bisschen Geld natürlich in die Hand zu nehmen und vor allem, und das ist das viel, viel Wichtigere, bereit bist, Zeit zu investieren. Nochmal, wenn du nicht bereit bist, aufzustehen und die Dinge anzugehen, ein bisschen Zeit zu investieren, pro Woche, sagen wir mal 5, 6 Stunden in dein Business zu investieren, die richtigen Dinge zu tun. Wenn du das nicht bereit bist, dann kannst du dir bitte den Anruf sparen, weil das bringt uns beide nicht weiter. Und wenn du aber sagst, alles klar, ich nehme das in die Hand, ich gebe mal 8 Wochen meinetwegen Vollgas, ja, wo ich sage, okay, mach die richtigen Dinge, genau das 1:1, was mir da gesagt wird. Wenn du dazu bereit bist, dann möchte ich dir das Coaching vorstellen, mit dem das möglich ist, und zwar das Secrets of Sale Coaching. Ich hatte dir schon gesagt, das ist das wohl einfachste und zugleich effektivste Verkaufstraining in der Dachregion. Und es ist nicht nur, wie du ein Beratungsgespräch führst oder wie du Menschen von dir und deinem Angebot überzeugst. Es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass du dein Angebot so formulierst, dass deine digitalen Mitarbeiter die Vorarbeit leisten, damit du mehr Anfragen bekommst und du dann im Beratungsgespräch so gut bist und dich so wohlfühlst, dass es dir nicht vorkommt wie Verkaufen, nicht wie der klassische Verkäufer, sondern dass du mit deinen Kunden genauso Beratungsgespräche führst wie ich, wo es oftmals noch nicht mal notwendig ist, dass man eine Einwandbehandlung macht oder wo es oftmals noch nicht mal notwendig ist, dass man überhaupt eine Abschlussfrage stellt, weil dein Kunde sowieso schon sagt, hey, ich bin bei dir, glaube ich, genau in den richtigen Händen. Ich glaube, ich kann mein Ziel mit deiner Expertise viel, viel schneller erreichen oder überhaupt erreichen. Und das Secrets of Sale Coaching, das ist zwar eine Kombination aus Online-Kurs und 1:1-Calls, aber die wirkliche Magie, die passiert tatsächlich nicht im Online-Bereich, sondern in den Live-Sessions, die wir beide dann miteinander haben, weil da passiert, ich drücke mal das in den Worten meiner Teilnehmer aus, die wahre Magie, weil du dann da genau die Schablone bekommst, die du für dein Business brauchst, die passt nicht bei XY, sondern die passt nur bei dir. Manchmal ähnelt sie sich vielleicht ein bisschen, aber sie wird 100% individuell sein. Das ist mir immer ganz wichtig, weil ansonsten funktioniert es nicht. Und es ist speziell für hochpreisige Produkte und Dienstleistungen gemacht.
Also wenn du ein Produkt verkaufst für 2.500, 3.500, 5.000, 10.000, was auch immer, dann bist du hier genau richtig und du wirst die ersten positiv messbaren Ergebnisse innerhalb der ersten 4 bis 6 Wochen sehen, wenn du genau das umsetzt, was wir besprechen. Meistens geht es ein bisschen früher, aber bei 4 bis 6 Wochen sind wir safe. Also, wenn du sagst, das klingt grundsätzlich spannend, das ist auf jeden Fall mal was, wo ich mir nähere Informationen holen möchte, vielleicht auch mal eine Einschätzung bekommen möchtest, ob das für dein Business überhaupt funktioniert, wenn du da vielleicht Zweifel hast oder das hinterfragst, dann vereinbare jetzt gerne ein Beratungsgespräch. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wir kennen uns jetzt ein bisschen besser, beziehungsweise du kennst mich, aber ich würde dich ganz gerne kennenlernen. Und wenn du sagst, alles klar, der Typ ist mir auch noch einigermaßen sympathisch, dann lass uns einfach mal sprechen, denn ein bisschen Sympathie sollte dabei sein. Wir haben immerhin eine gemeinsame Reise vor uns und ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dabei unterstützen kann, dein Ziel auch zu erreichen. Vielen Dank erstmal an der Stelle für dein Interesse. Vereinbare ein Gespräch mit mir und dann sprechen wir einfach mal ganz unverbindlich drüber, ob und wenn ja, wie wir beide dich ans Ziel bringen können. Also bis dahin, alles Gute, dein Uwe.